told me to win in this town, you need a billion or better. Else you gotta be the last one standing. Well, I still got my legs beneath me, fam. Let's go. Schau mal, jetzt geht's los. Wer bist du? Hallo, Manuel. Ja, ich interessiere mich für Interaction Design, Interface Design und Robotik und so Zeug. Ich weiß, es klingt ziemlich aufwendig, ziemlich technisch, aber das Gute ist, ich habe was für euch. Und zwar dieses hübsche kleine Ding, das in dieser Kanne drin steckt, nicht fragen. Es nennt sich Arduino, ist ein Mikrocontroller, klingt auch sehr technisch, ist aber eigentlich ein technischer Bauteil, der es ermöglicht, Dinge zu steuern und zu messen und zu regeln. Ja, das heißt, du könntest eine Lampe anschließen, einen Taster anschließen, wenn du auf den Taster drückst, leuchtet die Lampe. Im nächsten Moment könntest du das Ding so programmieren, dass wenn du auf den Taster drückst, die Lampe blinkt. Oder sonstiges. Ja, und damit nicht nur ich das weiß und die paar Leute, die ich noch kenne, haben wir uns vorgestellt, dass wir einen, nicht vorgestellt, wir machen einen Arduino-Workshop. Wann? Wo? Im Sektor 5, am 17. und 18. März. Und ja, es ist herzlich eingeladen. Wie kann man sich da anmelden? Man geht einfach auf lavaslab.com/events/Arduino. Ist eh ganz einfach eigentlich. Wer auf Lavaslab geht, kann man sich durchklicken. Und da sieht man auch die coolen Anwendungen, was man schon macht. Das sieht man, genau, auf Media zum Beispiel. Coole Anwendungen. Also wenn ihr die Media-Seite öffnet, dann seht ihr schon mal, was man zum Beispiel damit machen kann. Wenn das Video lädt. Okay. Steht ja rum. Schwind. Ja. Und wäre cool, wenn ihr kommen würdet, weil wir machen nicht nur einen Workshop, sondern so ein Freestyle-Event, wo einfach mal jeder kommen kann, sich informieren kann. Und die Leute, die wirklich was damit machen wollen und wissen wollen, was das ist und worum es geht, können am Arduino-Workshop teilnehmen für Neueinsteiger oder für Fortgeschrittene. Dazu müsst ihr euch noch ein Ticket besorgen, kostet um die 40 Euro, der Workshop. Und das andere, eben Freestyle, ist frei, kann jeder vorbeikommen. Ja. Super. Was gehört man zu dem Ticket? Es sind die Bauteile drinnen, dann gibt es Pizza. Ja. Also Bauteile während des Workshops zur Verfügung gestellt. Pizza gibt es drinnen. Und es gibt noch einen Informationsfolder eben. Ja. Und falls ihr einen Arduino kaufen möchtet, könnt ihr das auch bei uns machen. Sehr cool. Und natürlich viel Wissen. Sound of it. Ja. Passt. Ciao. Was hat das mit deinem Traum zu tun? Achso, mein Traum. Ja, das ist ganz simpel. Wie gesagt, Interaction. Also mein Traum ist es, Interfaces für die Zukunft zu gestalten. Und da verwende ich dieses Ding halt. Und was noch mein Traum ist, deswegen Lavas Lab, ich will den Leuten ermöglichen, dass sie schneller an ihr Ziel kommen, als ich es in der Zwischenzeit getan habe. Ja. Also mein Wissen weitergeben. Macht irgendwie mehr Spaß, wenn man es schneller weiß. Sehr cool. Ja. Your dream works. I know you heard Kiss and Diana Ross. I'm puffin' eyes, you can hate me now. Only one chick that can take me down. Get it? I get it, I don't lose. Maybe one time, never two. Lose my shirt, never the shoes. Receipt you keep and you pay your dues.